ein Videoclip in eigener Sache. Jeder Einzelne von euch ist wirklich tatsächlich herzlich willkommen. Ob nun virtuell, analog, hier im Shop oder hier bei YouTube oder bei Facebook oder beim Sondersender Ultra HD WebTV. So jeder. Ob er nur gut ist, schlecht ist oder egal. Wichtig, ich hatte gerade, darum mache ich dieses Video bzw. der Inhalt, ich hatte eine Kundin, die sich entschuldigen wollte. Sie muss sich nicht entschuldigen, habe ich gesagt, weil sie haben ja recht. So, ich habe Arbeitsplätze, 10 Arbeitsplätze, wo Kunden arbeiten möchten. So, und wenn der Kunde eintritt und einen Arbeitsplatz aufnimmt, ist hier Stille. Dann ist auch die Kamera aus. Nur hin und wieder bekomme ich Besuch von Querdenkenden, Freiheitsboten, keine Ahnung, wie die sich alle nennen, politisch angehauchte Menschen, die halt auch hier ihre Arbeit vollziehen, aber leider auch nichts vollziehen als nur dumme Sprüche. So, das sind halt Menschen, Kanonenfutter, die halt für die Politik in die Bresche springen, um diese Politik zu verbreiten. Ja? So, wenn jetzt querdenkende Menschen eintreten, wenn sich hier querdenkende Menschen sich breit machen und die Allgemeinheit natürlich dann unter Beschuss nehmen, ist das so eine Sache. Ja? So, ich dulde eine Menge, weil eine Nichtduldung auch wiederum ein Gegenstück erzeugt, ihr wisst das ja. So, ich habe viel erlebt, seit Corona ausgebrochen, März 20, März 20 lag auch ich im Krankenhaus am 20. März intensiv um Corona und so weiter. So, ich habe mich natürlich einigermaßen erholt. Also richtig erholt habe ich mich nicht, weil 20% Herzleistung. Das Sprechen vor laufender Kamera bringt mir schon wieder Atemprobleme und macht also keinen Spaß. Was mich jetzt gerade aufregt ist, und deswegen mache ich das Video, das ist ja Spahn von einer neuartigen, es nervt. Es nervt einfach nur, dass ein Herr Spahn sowas von sich gibt. Es nervt einfach nur, dass die überhaupt sowas mit uns betreiben, und es nervt auch, dass wir es zulassen, dass die es mit uns betreiben. Das Problem sind wir ja selbst. Jeder Einzelne von euch, jeder Einzelne ist halt gebunden in sich selbst, um Ja oder Nein zu sagen. Und die Querulanten und die Freiheitsboten und was weiß ich, die Basis, das ist halt ein politisches, keine Ahnung, was das ist. Jedenfalls muss ich jetzt wieder unterbrechen. Hallöchen! Hallo. Machen Sie auch Passfotos? Jo, sollen wir welche machen?